Der Weltfrauentag. Vor 113 Jahren wurde er ins Leben gerufen. Schon damals war das Hauptthema die Gleichberechtigung. Einmal im Jahr zelebrieren wir ihn. Doch was ist mit den anderen 364 Tagen? Wartet nicht, bis ihr die Wertschätzung von außen bekommt. Gebt sie euch selber. Ihr seid es, die die Familien zusammenhalten. Immer mehr Frauen entdecken Berufe, die überwiegend von Männern ausgeführt werden. Die Welt wandelt sich und der Wirtschaft tut es gut, die weibliche Seite einfließen zu lassen. Macht bekommt ein anderes Bild. Ihr Frauen, zeigt eure Stärke. Geht mit einem guten Beispiel voran und ermutigt damit andere Frauen. Frauen von heute sind stark und schön und machen durch ihre Weiblichkeit die Welt zu einem besseren Ort für alle. Mein Name ist Angelika Brunner, Finanzberatung von Frau zu Frau.